So, also nochmal. Oh, da habe ich doch gar keine Chance bei so langsamen Geräten hier. Das ist halt der Unterschied, Martin. Du hast 3 Jahre gebraucht für deinen Horten, ich habe 1 Tag gebraucht. So, mal ein bisschen Flugerprobung hier machen, wann er vom Himmel fällt. Was ist der Easy Deasy schon wieder down? Rubi, Ruhe! Noch ein Fünfter. Der fliegt autonom auf Wegpunkte. Echt? Ich hatte jetzt irgendwie gerade Einschätzungsprobleme. Aber da wäre jetzt gerade tatsächlich einen ganz kleinen Ruckversatz, weil ich habe jetzt wirklich von fast Leerlauf auf Vollgas durchgeschoben. Aber selbst da ist er gut kontrollierbar. Warum stürzt dich bloß ab? Abschussmarkierung! Ja! Leck mich doch am Arsch! Du musst halt cool bleiben, Uli! Warte! Ich muss einmal kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Tiefflug. Und sieht man irgendwas? Aber die Landung war fast perfekt. Sag mal, Leute, passiert immer bei besonderen Fliegern hier irgendeine Scheiße bei den Erstflügen? Es ist aber wieder original Flybrei. Aber ich glaube, ich habe vorne irgendwie. Kann es sein, dass mein Triebwerk ein wenig freilegt? Ich weiß es nicht. Machst du das? Ja! Dankeschön fürs Gespräch! Also, das ist schon feige Militär. Bleib mal da stehen! Bleib stehen! Meine Fresse, ey. Militärflieger gegen Zivilflieger. Kreissäge. Mal schauen, ob er irgendwie ein Loch reingefräst hat. Zeig mal her, ey. Nee, eigentlich nichts passiert. Aufgenommen. Aber da. Ja, zerfetzt hab ich ihn. Da hinten ist er. Dein Röhrli musst du noch suchen. Allmächt. Fleibreier Aerotape. Hoffentlich. Ich bin jetzt echt gespannt. Was hast du mir für Löcherei gefetzt, ey? Ja, gar nichts. Das war bloß ganz dummes. Oh, doch. Am Triebwerk. Ja, Ruhe. Naja, fast nichts zu sehen. Der Martin darf einfach keine Flieger haben, die keine Schrammen haben, ey. Das gibt's doch nicht. Schaut euch den Verbrecher da in der Sonne an, diese Lichtgestalt. Aber, weißt du, zack und wieder zusammengeschoben. Schaut doch schon wieder aus wie ein Flieger. Ja, ist klar. Aber ich sage mal, siehst du, bei Kubi hat das alles noch ein wenig zusammengehalten. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ja, ich hab. Ja, irgendwie da hinten in die Ecke reingeschrammt. Das hier, das ist nicht normal. Ja, das hat's. Ich bin da voll gegen einen Flügel da gefahren. Das ist die Einschlagstelle, schwör ich dir. Wo? Ja, da. An der Seite oder was? Oder nee, hier? Das, ja. Aha. Leg noch einmal hin, geh mal von der Pfeife da wegen weg. Und lass mich noch mal filmen, leg mal hin. Machen halt kaputt. Also, wenn du mich fragst,
Ist das hier, das ist hier so eingestaucht hier ist es gebrochen. Das ist da, das wird wahrscheinlich mein. Genau, und dann wird hier mein Propeller neu gerauscht sein. Genau, dann hat es aufgehäckselt. Durch Eigenschaden. Ja, also wie schon gesagt, was auf der Wiese passiert, bleibt auf der Wiese. Als würde uns das da draußen irgendjemand glauben, wie es hier abgeht. Unfassbar. Ich habe seinen Flieger, also nein, er hat seinen Flieger an meinem ruiniert. Jetzt müssen wir mal auswerten, wer von rechts gekommen ist. Aber sei froh, dass er nichts eingeschnauft hat. Ja, zum Glück hat er mich nicht an der Tragfläche getroffen. Ich habe ja keine Stabilisierungen. Bis auf Flybrier Aerotape ist da nichts stabilisiert an dem Flieger. War bestmögliche Stelle, wo du hast treffen können. Gibst du, das war Absicht. Aber unter uns, wenn ich das vorgehabt hätte, hätte ich an der Stelle Rasierklingen hingemacht. Erste Regel, der Martin darf keine Flieger besitzen, die schön aussehen. Die müssen immer Schramme haben und dann halten die auch Jahrhunderte. Ja, oder nicht mit Uli zusammenfliegen. Uli hat noch mit seiner Geheimwaffe versucht, dich ja, zu rächen. Der Raketenwerfer. Wollt sie noch rächen? Für 2 Sekunden habe ich mich schon wieder an meiner Fräse stehen sehen. Scheiße. Aber es beruhigt mich. Es beruhigt mich, dass das nicht nur mir passiert, gute Flieger abzuschießen. Das ist hier City quasi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du noch ein bisschen Tape oder was? So. Die Rakete hast du verloren. Eieiei. Noch ohne Fliegen, ne? So, wo können wir die Mine gesteckt haben? Wo steckt man sowas rein? Ah, entweder. Du musst deine 4 zu 5 umwandeln. Oder was soll das mit der 4? Was haben wir da hier? Motor, was kommt da? Was ist denn die 4? Ja, das könnte von der 2 gewesen sein sogar. Nein, die 4 auf deiner Tragfläche. Wenn es so Teilzerstörungen sind, dann musst du jetzt auf 5 hochgehen. Wobei, das zählt ja nicht als Totalschaden. Ach, oh nix. Mal schauen, ob das hier der richtige Steckplatz ist. Du wolltest dich doch bloß rächen. Ich habe einen Easy Star. Da habe ich deine vor Corsair mal vor ein paar Jahren abgeschossen. Da habe ich gedacht, jetzt hat er auch einen Warbird. Den hole ich jetzt auch mit so einem hässlichen Anfängerflieger runter. So, jetzt gucken wir mal, ob das wieder alles passt. Ich hätte noch eine Frage. Muss ich jetzt ein DDR-Wappen als Abschlussmarkierung? Oder das sächsische Zeichen? Oder? Bloß, wo es angesteckt wird, das wäre mir jetzt interessant. Worum geht denn das jetzt? Ja, wo hier? Das da? Ja. Ja, das ist entweder 2 oder 5. Ja, normal müsste ich auf 2 habe ich mal nicht. Aber Achtung, Achtung, da ist der erste Port ist der Bindstecker. Naja, nee, das ist der Motor, der 1. Also eigentlich ja, habe ich es richtig zusammengesteckt. 2. Müsste doch gehen. Geht der Motor überhaupt? Wieso holst du eigentlich Stecker raus, wenn du abstürzt? Achso, den hat es zerrissen. Naja, die Kabel sind halt so kurz. Ah. Das ist eigentlich gar nicht doof, seinen Empfänger gleich so reinzulegen, dass die Stecker gerade rausziehen kann. Aber jetzt geht halt nicht, aber das kann ich ja nirgendwo anders hingebaut haben. Das kann ja bloß auf 2 sein. Also der erste Port ist frei, ja. Das ist der Motor. Nein, ja, der allererste Port, weil das der Bindstecker ist. Ne, und dann käme eigentlich schon. Dann kommt 2 Querruder. Schade, bei dir. Da hat es das Kabel auseinanderzogen. Da siehst du es. Stecker auseinander. Yes! Strike! Totale elektronische Zerstörung. Ach je, ja, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich noch einmal fliegen. So, Dieter, stillhalten, ich komm. Ja. Schon Angst? Long-Range-Versuch. Hast du schon Angst? Nee, nee. Aber ich mache jetzt gerade den Long-Range-Versuch. Was? Wie viele Minuten eine Akku. Ach so. Warte, probieren. Nee.
Nein! Nein! Hau ab mit der Kreissäge! Das sägt nicht durch, sondern das macht irgendwelche. Also deine Kreissäge, die sägt nicht durch, sondern die macht irgendwie reißt mehr. Das Sägeblatt ist stumpf. Oder mein Akku noch leer fliegen, Marien. Ja, ja, meiner war leer. Ich konnte noch zu Ende fliegen, meiner war leer. Irgendwas hast du falsch gemacht. Ich hab Angst. Terrorwaffe. Ey, das fliegt besser wie vorher. Das ist eine Bassbombe, sonst nix. Wo ist der Sack? Schon wieder gekreuzt. Kein Respekt vor schönen Flugzeugen. So. Alles in Ordnung oder brauchst du Sanitäter? Okay. Nicht, dass du blutzt wie ein Schwein. Das muss ich rausschneiden, auf YouTube ist das verboten. Ja. Mein Wurfaufkleber klappt nicht auf Zeiten. Es schaut aus wie eine Finne unten. So was Doofes. Nein, ich habe auf dich geschossen, das hast du gar nicht gesehen. Ich habe auf dich geschossen. Zweimal DDR-Wappen als Abschussmarkierung darf ich heute aufkleben. Perfekter Schnitt. So, nochmal zur Aufklärung drüber fliegen. Jetzt ein Bild für die Wochenshow. Ja, schau. Definitiv schau. Noch ein Horten. So, Landung. Olli, was kaputt? Es waren nur zwei Schüsse, die ich getroffen habe. Aber dafür Kaliber 30. Der Schwerpunkt passt nicht mehr. Ja, wenn ich Blei hinten reinschieße, passt das nicht mehr. Leute, das glaubt uns da draußen sowieso keiner. Nein. Ich schau mal schnell ins Drehbuch, was jetzt als nächstes kommt, okay? Kann jetzt schnell. Ja, ich bin ja auch ein Düsenjäger. Ihr versteht das alle nicht. Ein tiefliegender Düsenjäger. Mir fehlt nur der Ärmelkanal. Und was ist denn jetzt, wenn Uli wieder kaputt? Weiß ich nicht. Er lebt auf jeden Fall etwas länger.
von der Klebstoffindustrie. Ja, keine Ahnung, warum uns da noch niemand was angeboten hat. Wir machen da jetzt 2 Jahre lang Werbung und keine Ergebnisse. Kein vernünftiges Angebot von Sekundenleim, Klebebandfirmen, nichts.